Und damit willkommen zur Demo von Lysara Summit Kingdom, einem Spiel, wo wir eine Stadt aufbauen an einem Berg mit all den Herausforderungen und Problemen, die damit einhergehen. Ich sehe gerade, die Musik ist doch ein bisschen laut. Ich habe es vorhin extra runtergedreht, aber anscheinend war das nicht genug. So, das sieht besser aus, aber ich glaube, wir gehen lieber noch ein Stück runter. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Also wir haben ja, wie man jetzt schon hier sieht, wir werden es mit Lawinen unter anderem zu tun kriegen und Erdrutschen und ja, das Gelände ist ja dann natürlich an einem Berg auch nicht unbedingt eben. Ich bin mal gespannt, wie viel Content es überhaupt jetzt hier in der Demo gibt. Aber das sieht schon sehr nice aus. Ich habe schon jetzt den Eindruck, das wird wahrscheinlich mehr Siedler sein als das neue Siedler. Okay, das ist ungewohnt. Okay, also die Kamera dreht sich automatisch hier so um den Berg rum. WASD kann das auch und ich kann zoomen mit dem Mausrad. Okay, also mit dem Mausrad sollte ich nicht, weil das im Moment kaputt ist bei mir. Okay, hier können wir bauen. Also ja, das Mausrad ist... Haben wir eine andere Möglichkeit zum Ranzoomen als das Mausrad? Weil meins ist halt... das springt. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich sehe aber gerade keine Fotomodus. Camera Movement, aber hier steht nichts zum Thema Zoom. Ja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Wir sollen einen Marktplatz bauen. Also wir haben... Okay, wir haben mehrere Menüs hier. Können wir schon sehen, was das ist? Nein. Wir dürfen noch nicht lesen. Um einen Marktplatz würde ich ja sagen... Da sollte ein bisschen Platz... Also es ist nicht komplett... vorgeben, wo. Ich würde mal sagen, wir lassen ein bisschen Platz in alle Richtungen. So, das heißt, wir haben keine Straßen. Wir haben keine Straßenverwendung zum Eintrittspunkt. Also das ist ungewohnt. Das ist sehr ungewohnt mit der Kamera. Also ich habe gesehen, vorhin in den Einstellungen, man kann es umstellen. Hier, Camera Mode. Manual Rotation. Wie funktioniert das? Ist das vielleicht ein bisschen weniger ungewohnt? Genau, jetzt kann ich nämlich das komplett selbstständig machen. Es ist halt wahrscheinlich ein bisschen... Wobei, ich habe trotzdem... Es ist besser, ja. Ich komme besser damit klar. Das andere ist zu weird. So, wir ziehen mal eine Straße. Komm. Und zwar komplett drum. So. Dann, der Marker hat sich verändert, weil wir jetzt keine Leute haben. Lowland, oh, wir haben auch noch, ja, wir haben auch noch direkt verschiedene Klassen. Ist keine klassenlose Gesellschaft hier. Dafür brauchen wir Häuser. Ach du Scheiße, Eierproduktion. Käse, was ist Zampa? Ist das ein Getreide? Fisch, Honig. Wie schafft man, also... Oh, armes Ubisoft. Dieses Spiel hat jetzt einfach in einem Wirtschaftszweig mehr Komplexität als das ganze neue Siedler im Komplettpaket. Das ist doch ein Armutszeugnis. So, wo sollen wir die denn mal neben... Okay, wir sollen die beim Marktplatz bauen. Pass auf, wir machen mal hier einen auf klassisch Anno. Machen immer diese Zweier rein. Hier auch. Die bringen uns 4. Warte, bringen die uns oder kosten die uns 4? Was hat mich jetzt denn der Bau von den Häusern gekostet? Haben die keine Rohstoffe gekostet? Das kann ich mir echt nicht vorstellen. 32 Bürger mit Zugang zum Marktplatz. Es wird sofort von 4 Bürgern bewohnt und es wird so, die Bürger werden dann sofort den Marktplätzen zugewiesen. Okay. Okay, Gebäude mit Reichweite. Ach du Kacke. Jetzt. Uff. Wow. Nein, das wollte ich nicht. Können wir das Gebäude drehen irgendwie? Weil es wird ja eigentlich... Es ist zu breit, ne? Es ist 3 breit. Wie können wir das drehen? Nee, es ist nicht mit...
Das ist die Kamera, also auch nicht mit Punkt und Komma. Wie dreht man Gebäude? Für 32 Bürger. Ich würde. Es muss doch einen Weg geben, Gebäude zu drehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht. Anno-Vibe. Ja, auch so ein bisschen, das stimmt. Demolish. Also wir haben Gebäude-Hotkeys, aber. Also ich habe das Gefühl, nicht alle Hotkeys sind in den Keybinds drin. Du musst doch Gebäude drehen können. Das kann doch nicht sein, dass das nicht geht. Ich will nicht glauben, dass das nicht. Okay, das war jetzt was anderes. Pass auf. Was kostet uns das was? Nein. Aber es braucht Arbeiter. Pass auf. Im Moment kosten uns die Häuser ja nichts, ne? Kosten sie uns wahrscheinlich im Nachhinein Nahrung, oder? Vermute ich mal. So, das würde ja schon theoretisch genügen, sobald da eine Straße dran ist. Genau, die Reichweite hängt von Straßen ab. Okay, das ist natürlich auch, weil dann macht es. Ah. Yes, okay. Also theoretisch würde es sogar Sinn machen. Die Straßen nehmen den Weg hier. Also wenn wir sagen, wir reißen das ab. Und machen stattdessen eine Straße hier hin. Dann kommt er an das Gebäude ran. Macht auch nicht wirklich einen Unterschied. Aber dann käme nämlich. Wo war's? Da. Dann kann man nämlich hier noch ein Haus reinquetschen und dann ist das auch betroffen. So, was können wir noch machen? Wir haben ein Bedürfnis erfüllt. Juhu. Mandala, okay. Er will Nahrung. Ah, okay. Will er drei verschiedene Nahrung, ne? Und Need of any Cut. Nahrung, Wohlstand und Erleuchtung. Okay, dann kümmern wir uns mal um Nahrung. Okay. Das hat auch diese Reichweite. Moment, warte. Die Eier gehen wahrscheinlich an den Marktplatz und der Marktplatz verteilt das dann, oder? Okay, das ist ungewohnt, das ist sehr ungewohnt, dass, das alles in verschiedene Menüs aufgeteilt. Ach du Scheiße. Tee hat einfach eine komplexere Warenkette als Brot in Siedler. Wow. Also in allen Siedlern, weil 5 Gebäude, das braucht nicht mal Brot. So, wie weit, wo können wir es denn hinsetzen? Das ist noch wir ein bisschen Platz uns behalten. Ich nehme an, hier müssen wir später eine Brücke bauen. Also da lassen wir vielleicht besser mal Platz. Das ist zu weit weg. Okay. Wir haben noch nicht wirklich das Wissen, um das hier groß zu optimieren. Okay, es schickt sie nirgendwo hin. Okay, wir müssen ihm auch noch direkt zuweisen, wo er es hinschicken soll. Und das reicht jetzt für 60. Warte, das reicht für 60 Eier? Also das heißt, es ist genug für 60 Leute? Auf jeden Fall ist das jetzt, jetzt erledigt. Okay, Zampa ist ein Mehl. Oder ein, ja, ein Mehl. Wir brauchen eine Mühle. Und wir brauchen ein Feld für. Okay, was ist Bali auf Deutsch? Das ist ja auch ein Getreide, aber ich weiß gerade nicht, was die deutsche Übersetzung wäre. Das ist total, ich fühle mich ein bisschen gescammt, weil wir hier nicht bauen dürfen. Ich hoffe, dass man hier wenigstens irgendwie so ein festes Gebäude bauen kann später. Irgendwie so ein. Das ist Weltwunder, aber. Na, halt irgendwie so ein Projekt, was speziell für den Ort zugeschnitten ist. Was braucht die Mühle an Platz? Das ist natürlich. Also hier würde ich natürlich hinpassen, vorausgesetzt, wir dürften sie drehen.
Ihr dürftet uns ruhig mal erklären, wie man Gebäude dreht, liebes Tutorial. Okay, eine. Okay, eine. Das heißt, wir wollen 5 Felder haben. Für eine Mühle, wenn ich das richtig sehe. Und wir brauchen eine Straße. Warte, das machen wir anders. Ja, ich möchte dieses Gebäude zerstören. Gebäudedrehung gibt es im Spiel nicht. Warte, was? Gar nicht? Gar keins mehr? Wir haben kein Peps? Also, das geht doch nicht. Okay, wir zählen Yaks. Aber warte, okay, die müssen... Warte, warum muss ich denn jetzt für jedes Gebäude einzeln sagen, wo sie es hinschicken sollen? Das ist ein bisschen... Ich meine, es ist ja nicht so, als gäbe jetzt hier gerade eine große Wahl. Okay, das hat nicht die Reichweite. Wait. Wir haben auch gar keine Yaks. Okay. Okay, dann müssen wir es anders machen. Dann brauchen wir die Mühle einigermaßen mittig. Dann schicken wir das alles hier rüber. Und das schickt hier hin. Aber es hat keine Yaks. Wie kriegen wir Yaks? Überhaupt gar nicht. Oh, das muss aber bis zur Vollversion noch stehen. Das geht nicht ohne... Also da fühle ich mich gerade sehr gescammt. Das wäre nämlich eigentlich perfekt für diversen Lücken gewesen. So. Wir haben auch einen Yaks für die Mühle. Simple Yak Breeding. Wo dürfen wir es denn mal hinbauen? Das ist so ein Scam, dass wir es da nicht hinbauen dürfen. So, pass auf, wir machen da mal ein bisschen, dass wir hier vielleicht später... Weil ich habe das Gefühl, wir werden in die Richtung expandieren, weil hier geht es ja nicht wirklich weiter. So, und jetzt wollt ihr euch upgraden, ne? Wir haben Eier, wir haben Zamper und wir haben einen Mandala in der Gegend. Das ist nicht deren Scheiß Ernst, oder? Du kannst nicht längliche Gebäude machen und dann in so einem Spiel und dann sagen, du darfst die nicht drehen. Was ist das denn bitte für eine Game Design Entscheidung? Also da fühle ich mich dezent gescammt gerade. Gut, ich will noch. Kriege ich das irgendwie hin, dass wir dieses eine Gebäude. Dass wir das noch. S4 hat auch keine drehbaren Wiki-Kasernen. S4 ist jetzt auch nicht das Maß aller Dinge bei Aufbauspielen. Das Spiel ist 20 Jahre alt. Und es hätte drehbare Gebäude haben müssen. Also Siedler ist ja. Also S4. Da kannst du Karten spiegeln und hast nicht. Komplett gleiche Bedingungen für alle Spieler. Eben weil halt die Gebäudetüren auf der falschen Seite sein können. Also das ist kein Vorbild in dem Zusammenhang. So, pass auf. Wir upgraden die mal. Das gibt uns dann C... Okay, das geht auf... Wow, das ist sogar richtig effizient. Was wollt ihr denn jetzt alles haben? Ihr wollt nochmal eine extra Nahrung und ihr wollt Wohlstand. Okay, jetzt wird es Zeit, eine Brücke zu bauen. Zwar ein bisschen... Es kommt mir gerade noch so... Was heißt einfach? Dadurch, dass wir keine Bauwirtschaft brauchen in dem Sinne. Pass auf. So, kriegen wir jetzt die... Demolish, genau. Wir passen das mal ein bisschen an. Die meisten Gebäude sind eh quadratisch. Ja, und für die gibt, dann hast du sowas hier. Also, das würde sich ja perfekt hier einfügen, aber geht halt nicht. So, haben wir noch genug? Ist das, das ist unser Verbrauch, oder?
die rechte Zahl, weil dann bräuchten wir langsam mal wieder ein bisschen was an Eiern. Jo, das geht. Das Spiel ist halt konservativ, was die Platzierung angeht. Außerdem war das ein Byte pro Gebäude im Game Safe. Mhm. Also wie gesagt, du kannst nicht so Gebäude haben und dann sagen, du darfst sie nicht drehen. Bei den meisten Siedlergebäuden ist es ja sogar noch egal, aber es gibt ein paar, wo es sinnvoll gewesen wäre. So, was haben wir noch? Wir brauchen einen zusätzlichen Marktplatz. Okay, das ist natürlich jetzt irritierend, dass der Winkel ist anders. So. Dann. So, wir brauchen auf jeden Fall Straßen in alle Richtungen, weil die Straßen sind ja das, woran die Reichweite berechnet wird. So, und jetzt wollen wir hier... Okay, wir haben... Also die steigen nicht auf in dem Sinne, dass sie in eine andere Klasse wechseln, sondern die Häuser, wenn sie aufsteigen, kriegen einfach nur mehr Bewohner. Und werden halt größer und schöner. Das ist ein Grund, nicht abzugraden, abgesehen jetzt halt von den zusätzlichen Rohstoffbedarf, den wir ja bis jetzt decken können. Jede Kaste hat unterschiedliche Bedürfnisse. Okay, wir brauchen also... Warte. Okay, also hier haben wir Bäder. Und die können wir aber auch... Wie hoch ist denn die Reichweite jetzt von den Lowlandern? Wenn wir hier ein Bad bauen... Das müssen ja hier die Lowlander bearbeiten. Und vor allem, was passiert, wenn wir denen ein Bad geben, dann können wir ja auch wieder... Also die profitieren ja auch davon. So. Pass auf. Wie bauen wir es denn mal am geschicktesten? Wie viel Reichweite haben wir? Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Riesenproblem ist. Mit den Lowlanders. Jobs in Buildings, ja. Also wir verbrauchen hier gerade ein Drittel. Also wir brauchen auch gar nicht, ich bin es halt von Anno, bin es halt irgendwie gewohnt, dass wir so richtig viele Häuser bauen müssen. So, jetzt haben wir 40. Was wollen die alles haben? Die wollen zwei Wohlstandssachen und die wollen eine Nahrung? Als ob die nur eine Nahrung haben wollen, kann ich da nicht einfach sagen, die wollen, Eier? Wären die damit nicht happy? Gibt es einen Grund, warum ich jetzt nicht einfach sage, ich gebe denen einfach nur die normalen Eier oder hier Käse? So. Was ist hier jetzt der Grund zu sagen? Ich gehe hin und gebe denen Käse. Ich meine, ich kann natürlich... Ich mache jetzt einfach mal, damit wir es gemacht haben. Dann machen wir hier Yaks. Dann packen wir hier... ein Cheesemaker. Der darf auch ruhig... Wobei, warte, der muss ja Reichweite... Genau, der muss ja die Reichweite haben, um bis zum Marktplatz zu kommen. Der kommt bis zum Marktplatz. Okay. Der gibt uns 6 Yaks. Er bekommt keine Input-Ressource. Warte, das ist nicht... Hä? Doch, das geht. Pass auf. So, der produziert Wolle und der produziert Milch. Okay, die Wolle wollen wir natürlich später woanders hinschieben. Das Gebäude ist direkt nebenan, aber weil die Straße der... ausschlaggebende Faktor ist, hat es nicht genug Reichweite.
Den Weg konntet ihr ohne Straße nicht gehen, von der einen Haustür zur anderen. So, Jack Wolle. Okay, Jack rennen. Ja, so ein Mandala brauchen wir eigentlich auch. Wobei, das interessiert die eigentlich nicht, ne? Also das Mandala ist halt so ziemlich free im Moment. So, wir haben Käse. Die haben natürlich auch unterschiedliche Werte, oder? Aber die sind alle im Moment gleich. Also ich verstehe noch nicht so ganz, was da der Sinn von ist. Dann. Wir können Bäder bauen. Deren Reichweite ziemlich begrenzt ist. Okay, ein Bedürfnis kann einen Wert von 1 oder 2 haben. Und der Rest ist egal. Also ich kann mehr Nahrung geben. Ich kann aber auch sagen, ich baue noch so ein Mandala. Die Reichweite ist sehr komisch. Also, dass ich die direkt neben dem Marktplatz bauen kann und dann kommt das nicht so weit. Das ist sketchy. Pass auf, wenn ich noch mehr Häuser bauen möchte. Also die laufen anscheinend die ganze Strecke bis hier rüber, um da zu arbeiten. Sind die Gebäude 2D-Sprites oder was? Man kann nicht drehen. Auch keine Ahnung. Also die. Ich verstehe es auch gerade noch nicht. Was hält mich davon ab, einfach hier die Slums zu haben, wo die ganzen Lowlifes leben, die dann hier auf den höheren Ebenen den Leuten dienen müssen? Also wenn ich dann später die verschiedenen Gruppen an einem Ort haben müsste und die alle ihre Bedürfnisse gestillt haben wollen, ich meine, gut. Wie gesagt, die profitieren ja auch von Sachen. Die würden ja auch von dem Bad profitieren. So ist es ja nicht. Okay, für die zählt das Mandala sogar nur eins. Das heißt, wir brauchen nochmal eine Nahrung. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe. Die Artisans, den könnte ich auch Eier hinsetzen. Also das kann ich sogar sofort machen. Aber die werden sich nicht so sehr damit zufrieden geben wahrscheinlich, ne? Ich kann nämlich jetzt einfach sagen, hier. Genau, Eggs haben nur den Wert 1. Okay, das Bad kann anscheinend unbegrenzt viele Leute befriedigen und das Mandala auch. Okay, und jetzt können wir nach oben. Es wäre natürlich vielleicht sinnvoll, hier den Punkt zu haben. Okay, hier ist die mittlere Zone. Die Produktion von manchen Gebäuden hängt davon ab, in welcher Zone sie platziert sind. Ah, also manche wollen eher hier unten und manche wollen oben an die Spitze. Und hier in der Mitte wollen wir zum Beispiel den Imker haben. Boah. Ich bin ein bisschen begeistert gerade. Also ohne jetzt ständig auf Siedler rumhacken zu wollen, auf das Neue, aber das hat einem ja gar nichts zugetraut. Okay, die wollen... Okay, Prosperity. Was gibt's denn hier alles? Wir haben Jagdrennen. Wir haben hier den, den Warenverteiler. Da kriegen wir natürlich alles noch nicht in der Demo. Und wir kriegen, die Taverne. Was kriegen wir noch? Okay, hier. Ist das schon drin? Nee, nicht in der Demo. Auch nicht in der Demo. Wow. Leute,
Ihr habt die komplette Produktionskette. Warte, brauchen wir den Kräutertypen? Ja, ne? Wir brauchen wir. Das heißt, die haben die komplette Kette bis auf ein Gebäude in der Demo drin. Das ist jetzt aber ein bisschen fies, to be honest. Okay, der Rest ist auch alles. Oh, doch, hier. Forschung. Aber Forschung ist noch nicht in der Demo, glaube ich. Und wir haben hier noch drei Icons. Stehen die für separate Gebäude nochmal oder sind das andere Menüs? Okay, hier haben wir die Mönche und dann haben wir hier Advanced Yak Breeding. Das braucht dann Futter und ist dafür platzeffizienter. Okay. Die Demo ist schon besser als neue Allianzen. Ja, das ist halt eigentlich schon sehr traurig, ne? Wenn einfach die Demo schon mehr zu bieten hat. So, aber ich brauche jetzt hier oben in der Region. Brauche ich hier oben in der Region jetzt auch? So, pass auf. Kann ich das jetzt einfach... Okay, es muss in der Reichweite von einem Produktionsgebäude sein. Das kriegen wir aber... Moment, das führt nirgendwo hin. Ah, okay, sie können es nur in die Nähe schicken, dann brauchen wir auch noch ein Lagerhaus. Verstehe. Wenn wir das da bauen und dann sagen, hier machen wir eine Straße. Ein einzelnes Lagerhaus kann nur Rohstoffe eines einzigen Typs speichern. Und der kann die dann aber... Okay, der nimmt dann... Warte, Carriers? Moment, den Transport, das müssen jetzt die Artisans machen, die Handwerker? Das machen nicht die Lowlanders? Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Aber dann können wir es ja hier hinschicken. Und es sind... Hä? Keine Carriers? So. Und jetzt haben wir hier auch Honig. Honig finden sie natürlich toll. Darf ich von einem auf mehrere schicken? Geht das? Ja! Warte, dann bauen wir nochmal einen Beekeeper. Wait. Das bauen wir nochmal gerade neu. Boom und boom. Ich bin mir sicher, die Bienen in der Nähe, die graben sich nicht die Blumen oder so ab. Ganz ehrlich, gibt's da vielleicht einen Imker in den Zuschauern, vielleicht vom Wort? Wie viele Bienenstöcke kann man so in einer Gegend haben, bevor das den Ertrag schmälert, oder ist das gar kein Problem? So, jetzt, das heißt hier, Supply not meeting demand. Okay, also wenn sie es haben, dann wollen sie aber auch, dass es halt natürlich auch für alle zur Verfügung steht. Das ist natürlich verständlich. Warum kriegt Marktplatz 1 weniger? Wahrscheinlich, weil die Strecke länger ist, ne? Es gibt immer, die haben 20 Bienenstöcke auf dem Einfamilien-Garagen Flachdach. Ja, deswegen, also... Ist das ein Problem? So. Und jetzt können wir sagen... So, der Rest wird hier gespeichert und stört niemanden. Jetzt haben sie halt nochmal... Aber die Lowlanders mögen dafür nicht so den Honig. Also das bringt denen auch nicht so viel. Produced goods are not transported. Warum habe ich das denn nicht eingestellt? So. Langstreckentransport.
Die haben keine Reichweiten, sondern nutzen stattdessen die Träger. Und je mehr Träger es gibt, dann braucht man mehr Rohstoffe. Und, aber je länger die Strecke, desto weniger effizient. Das ergibt natürlich voll Sinn. Ja. Ein Träger, das müssen Handwerker machen. Anders als Produktionsgebäude kann ein Lagerhaus an mehrere Orte Ressourcen schicken. Okay, das haben wir ja gerade rausgefunden. Okay, wir können Minen bauen. Ah, okay, warte. Hier, das ist Prosperity. Oh, hier gibt es ja noch viel mehr. Not available just yet. Moment, nicht in der Demo oder weil wir noch nicht so weit sind? Ach, du Scheiße. So, das, wir können die Minen natürlich jetzt nicht auf den Spots bauen. Gibt es einen Grund, nicht schon direkt alle Minen zu bauen? Ah, okay, wir brauchen auch direkt unten. Ah, okay, da oben ist die Mine und hier ist so ein Gebäude, das die, das praktisch so ein Lift enthält, dass die da hinkommen. Das ergibt Sinn. So, können wir noch vielleicht von hier oben aus? Okay, wow. Also das geht auch. Hat das jetzt die Effizienz? Das hat jetzt, nee, das hat nichts. Das ist keine kürzere Strecke. Oder? Okay, er nimmt doch, er nimmt die Strecke. Also das geht auch. Wir können mehrere Brücken und mehrere... Okay, okay, okay. Dann, wir benötigen wahrscheinlich eine Kupferschmiede. Der macht 4, macht er zu 6. Wie hoch ist die Reichweite? Okay, bis zum Ende der Straße. Wenn die Reichweiten dimmern, ja, dann wahrscheinlich auch die Tents ein bisschen ausreizen. So, und an wer will die jetzt haben? Okay, wir sollen mit den Copper Utensils, die brauchen, davon brauchen wir aber dann mehr, ne? Also das wird nicht reichen für beide Gruppen. Und dann können wir unsere Häuser nochmal upgraden. Was haben wir hier? Carrier Post? Also für... Warte, was? Provides access to the human carrier pool. Für hier Granaries, für Obstplantagen und für Lagerhäuser. Haben wir hier den Cardmaker? Okay, der ist, ja, der ist das, dass du Handkarren kriegst. Dann haben wir hier Yaks Post. Und wir haben den Trading Post. Das ist dann, wenn man außen handeln will. So, du produzierst 4. Und du produzierst aus 4 6. Okay. Die brauchen nicht so viel, aber die brauchen auf jeden Fall noch... Okay, die brauchen aber nicht so krass viel mehr. So, das reicht sogar für beide Gruppen. Da, das ist ein Zweierbedürfnis für die und auch ein Zweierbedürfnis für die. Und dann wollen sie nochmal einmal Prosperity... Das ist ja dann über Textilien. So, wo wollen die hin? Moment, woran erkenne ich für welche... Okay, dann zeigt es mir extra an, wenn das wichtig ist. Wenn das wichtig ist, in welcher... Pass auf. 5-4. Also ich gehe mal von aus. Wie viel kriegen wir denn, wenn das da rausgeht? Steht nicht da.
Honig ist ein bisschen knapp. Das heißt, das sollten wir vielleicht nochmal... Wobei, wir können noch deutlich erhöhen. Ja. Honig ist kein Problem. Das mit den Tools, das ist mir halt noch ein bisschen zu wenig eigentlich. Ich sehe halt jetzt keinen Grund, nicht zu sagen, ich sag hier, ne? Außer, dass ich vielleicht zu wenig Arbeitskräfte habe. Und dann baue ich halt einfach noch ein paar Häuser. Aber ich könnte jetzt eigentlich direkt sagen, ich mache den und baue hier die Schmieden und liefere das dann alles hier hin. Aber wenn ich das richtig sehe, wenn hier nichts steht, dann kann ich das überall hinpacken. So, pass auf, wie viele Yaks brauchen wir noch? Simple Yak Breeding. Warte, das haben wir doch schon, ne? Ja. Wir haben so ein Ding schon gebaut. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur, zumindest für die eine Hälfte, hier den Weber. Und der kann das aber nicht hier hinbauen. Die Reichweiten sind schon ein bisschen kurz, to be honest. Ich meine, gut, die Lagerhäuser sollen wahrscheinlich das ausgleichen. Vermute ich mal. So, das heißt, die können jetzt. Wenn wir jetzt sagen. Der Weber hieß es ja, der. Wobei, nee, der. Ah, okay, das kann nur von den Artisans, okay. Also, das müssen die machen. Verstehe, dann ist das Gebäude hier, ja, total für die Tonne. So, der, warte, ist Jagdcheck. Das braucht Arbeiter. Aber wo ist egal? Also, ich kann die hier bauen. Und dann kann ich hier das Teil bauen. Ich vermute mir echt, dass ich mit Straßen zu geizig bin. Ich bin es noch von Alu so gewohnt, dass man die Häuserblocks so ewig lang zieht. So, das heißt, wir haben... An wen habe ich bisher bis jetzt immer die Milch geliefert? Okay, die... Hä? Die Milch direkt hier hin? Ne, die Milch geht an die Käserei. Wo war die Käserei? Da. Das heißt, wir können nochmal einen Cheesemaker bauen. Also, das und der. Und die senden dann jeweils hier hin. Beziehungsweise, Moment, der eine braucht ja, für den einen müssen wir ja liefern, das heißt das Lagerhaus und dann geht der dahin. Muss in Reichweite sein, euer Scheiß Ernst. So, und die Wolle brauchen wir jetzt hier drüben und wir haben keine Träger, weil das auch unsere Artisans machen müssen. Aber wir können ja ausbauen und dann hat sich das ja auch erledigt. Okay, das haut jetzt genau hin. 5 zu 4,9. Dafür haben die jetzt ein Problem. Ja, weil Copper Utensils jetzt nicht mehr genügen. Das heißt, jetzt brauchen wir doch die zusätzlichen Dinger. Okay, das ist natürlich jetzt, dafür brauchen wir noch mehr Yaks. Aber die kann ich ja einfach hier hinten hinsetzen irgendwo, wo sie niemanden stören. So, und die kommen nicht bis darüber.
Aber ich kann sagen, die senden alle dahin. Okay, die brauchen keine Träger, ne? Wenn sie direkt schicken. Dann kann ich die einfach, dann brauche ich keine extra Träger. Das macht Sinn, aber ansonsten macht es voll Sinn zu sagen, ich schicke die so. Das verteilt sich jetzt natürlich nicht ordentlich. Aber ich kann jetzt sagen, die schicken hier hin. So, und dann sind die auch wieder happy. Und jetzt müssen wir die hier noch irgendwie. Wir brauchen noch ein Bedürfnis, müssen wir noch erfüllen. Was können wir denn noch erfüllen? Haben die Käse? Nein. Haben wir Käse zu viel? Ja. Das heißt, wir bauen einfach. Ja, die brauchen nicht so viel Käse. Das heißt, der eine Cheesemaker da schickt hier hin und dann schicken wir dahin. Das wird nicht lange hinhauen. Aber, okay. Avalanche Inducer. Okay, also wir können. Ach du Scheiße. Watchtower. On every slope of the mountain descent path, was? Donation Spot? Okay, das sind Barrieren für die Lawinen. Das hält die Straßen sauber. Ein Basecamp. Ach du Scheiße. Okay, und jetzt lassen sie uns hier die mit einer Lawine beenden. Ich verstehe schon. So, wir haben keine Road Connection, aber das können wir ändern. Darf das nicht zu steil sein? Wie ist es, wenn wir von hier oben aus? Ich verstehe es gerade nicht. Also es muss ja von hier irgendwo. Hier geht's. So, dann machen wir den. Okay, er korrigiert nicht automatisch für die Hindernisse. Das ist gut zu wissen. So, dann machen wir hier nochmal Yaks. Aber Yaks können wir einfach hier hinsetzen. Und dann machen wir noch ein paar mehr. So, wir brauchen wieder Artisans. Nach allem, was wir hier getan haben, es fehlen menschliche Träger. Jetzt nicht mehr. Okay, dann lösen wir eine Lawine auf. Bauen die mal noch nicht direkt. Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt auch alles gesehen, was die Demo machen kann. Ich weiß, was der macht. Ich vermute mal, der reißt jetzt hier, demonstriert jetzt hier schön die Lawine, indem er uns die schöne Siedlung hier komplett rippt. Das ist mein Guess. Ich meine, wir können noch ein bisschen Käse anbauen. Moment, so, wir brauchen noch eine. So viele Yaks haben wir gar nicht.
Warte, der braucht noch mehr Jags. So. Dann kann er nämlich... Nee, warte, der braucht die Milch. So rum. Und der schickt dahin. Und die Wolle... Wo zog der die Wolle? Wir haben hier oben gebaut, oder? Nee, hier gab es die Bienen. Wo hatten wir die Jagdwolle gemacht? Der hat den Weber. Hä? Habe ich hier vorher keine Wolle hingeliefert? Ich hab doch Wolle hier hingeliefert. Ach, oder ich hab's hier... Nee, ich hab... Oder? Habe ich es hier produziert direkt? Nee. Habe ich nicht, weil es nicht genug Artisans gab. Du transportierst das darüber. Du schickst die Wolle dahin. Und jetzt fehlen uns schon wieder die Artisans, aber das ist okay. Die... So, das reicht. So, noch eins. Jetzt brauchen die schon wieder Käse. Und die brauchen auch Käse. Aber nicht viel. So. Okay, warte, das ist sogar ein bisschen zu wenig. Das ist aber okay. So, alles ausgeglichen. Naja, passt. So, ja. Ich finde, es wird ein bisschen unübersichtlich, dann sich im Kopf zu behalten, was man wo gebaut hat. Aber gut, ich habe jetzt natürlich auch ziemlich wild hier gebaut und ja, ich denke mal, ein paar. Vielleicht kann man, wenn man später die Sachen noch erforscht, vielleicht ein paar Sachen auch später ein bisschen effizienter lösen. So! Lawine, let's go! Okay, danke für die Demo. Du bist jetzt mit den Kernsystemen vertraut, aber Lysiana wird noch viel mehr Features haben, wenn es später im Steam Early Access ist. Ich bin gespannt. Weil ganz ehrlich, diese Demo hat jetzt schon mehr Tiefe gehabt als das neue Siedler. Das ist traurig. Das ist ein Armutszeugnis für Ubisoft, ganz ehrlich. Also ich meine, da war es das neue Siedler sowieso schon, aber sowas hier zeigt ja, dass es anders geht. Und ich finde halt auch das Setting, also ich finde das Setting hat was ganz Besonderes. So Frostpunk war ja schon so ein bisschen, in der Postapokalypse in der Arktis. Und hier haben wir jetzt einfach, ja nicht mal unbedingt Postapokalypse, aber wir sind an einem Berg. Und wir müssen uns dementsprechend natürlich auch passenden Herausforderungen stellen. Das ist eigentlich etwas, das, glaube ich, noch nicht wirklich viele Spiele gemacht haben. Also ich muss definitiv dieses Spiel im Blick behalten. Aber das war es auch eigentlich jetzt schon mit der Demo. Ich kann sagen, für die Leute im Stream, wir hängen jetzt auf jeden Fall noch mindestens eine Sache dran. Aber ansonsten wird das wahrscheinlich ein relativ kurzer Stream, was ja auch für mich nicht so schlimm ist, sagen wir es so. Aber ansonsten, ich darf fürs dabei sein. Ich wechsle jetzt das Spiel und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.